Hallo, willkommen zum Audiokommentar von Killer Eichhörnchen. Ich bin Alexander Duschinski, der Regisseur. Es ist jetzt Mitte September 2008 und der Film ist soweit fertig. Alles, was fehlt, ist der Audiokommentar. Ja, hier sehen wir die erste Szene mit dem vollbeladenen Fahrrad. Es hat eigentlich 3 Stunden gedauert, sie zu filmen. Es war eigentlich recht aufwendig, vor allem weil uns das Fahrrad gleich am Anfang umkippte, wie man im Making-of auch sehen kann, sodass der ganze Stapel darauf ziemlich instabil war. Ja, der Blinde wird hier nicht von mir gespielt, wie er sonst im Rest des Films gespielt wird. Und deshalb musste ich gedoubelt werden mit dem falschen Bart und der Sonnenbrille. Ja, die ganze Idee mit dem Blau kam eigentlich daher, dass ich es ursprünglich bei Nacht spielen lassen wollte, aber bei Nacht konnten wir nicht richtig drehen. Deshalb ist es bei Tag gefilmt und dann mit dem Blaufilter versehen. Ja, jetzt fährt er durch den ganzen Park. Wir haben eigentlich sehr, sehr viele Aufnahmen gemacht. Man hätte hier sicher 5 Minuten zeigen können, wie er durch den Park fährt. Ah, und hier ist die Kiste runtergefallen. Die heruntergefallene Kiste ist mit einem ganz einfachen Trick versehen, nämlich mit einem dünnen Nylonfaden, an dem man gezogen hat, sodass sie wackelt und das Eichhörnchen dann herauskommt. Ja, based on a true story. Manche haben mir gesagt, es sei nicht so gut, so etwas zu schreiben vor so einem Film, aber ich denke, jeder, der ihn schaut, sieht, dass das ein Spaß ist. Ja, und hier der erste Eindruck von einem der Killertiere. Ein böses Eichhörnchen, das auf einem Grabstein sitzt. Ja, und hier ist gleich wieder die schöne Idylle. Das hier ist eigentlich die erste Szene, die ich für den Film gedreht habe, im Mai 2008, relativ kurz nachdem ich das Drehbuch fertiggestellt hatte. Diese Parkszene war eigentlich sehr schwer zu drehen. Sicher bei dieser einen Einstellung waren es 10 bis 15 Takes, die wir gemacht haben. Und das Eichhörnchen da ist übrigens ein Plüschtier, immer wieder mit Schnitten von echten Eichhörnchen. Wir haben sie dort in dem Friedhofspark gedreht, weil dort wirklich zahme Eichhörnchen sind, die einem das Essen aus der Hand nehmen. Und alle Eichhörnchenaufnahmen sind auch echt dort entstanden. Nur eben, dass sie in Wirklichkeit sehr nett waren und sehr ängstlich, während sie hier die bösen Killer sind. Ja, und hier ist der Schrei. Das Überblenden, da war eigentlich gar nicht absichtlich. Es war, weil es gegen die Sonne gefilmt wurde, etwas zu dunkel das Bild, deshalb habe ich es gleich in der Kamera aufgehellt. Dann wurde es zu hell. Und ich fand, es sieht eigentlich sehr gut aus und ließ es im Vorspann so. Die Idee für den Film hatte ich eigentlich noch im April 2008 in den letzten Schulwochen nach dem Abitur, die ich hatte. Ich arbeitete das Drehbuch in ein paar Tagen aus. Und einige Ideen, wie zum Beispiel die Dr. Eichhorn-Pastillen, die man am Ende sieht, kamen mir einfach spontan in der Schule, dass ich dachte, was könnte man reinbringen? Dr. Eichhorns Nusspastillen. Ja. Der Film wurde anschließend über 2 Monate gefilmt. Das Nachbearbeiten dauerte am längsten. Vom Juli bis Mitte September saß ich eigentlich jeden Tag fast dran. Und vor allem die Musik war auch eine große Sache. Und einige Eigenkompositionen hört man dann, auf die ich auch hinweisen werde. Ja, es beginnt mit der Ansicht von Vincenzos Schuhen, die später im Film auch noch besser zu sehen sind. Und dann schneidet es direkt zu einer der ersten Innenaufnahmen, die wir machten. Die Mafia, früh morgens im dunklen, verrauchten Zimmer. Eigentlich war es mittags und der Rollladen ist zu, wie man sieht, draußen ist Licht. Aber auch hier wieder über eine Stunde gefilmt. Und bei den Filmaufnahmen war es definitiv nicht so flüssig wie hier. Eigentlich Satz für Satz und das Ganze dann irgendwie zusammengeschnitten, dass man immer die besten Stellen sieht. Im fertigen Film wirkt das alles so einfach und fließend. Ja, hier ist das erste Mal, dass der Vincenzo eine Ohrfeige kriegt. Die Ohrfeigen sehen sehr echt aus, aber eigentlich habe ich ihn während der Dreharbeiten nicht einmal berührt. Man sieht es auch im Making-of ganz gut. Das Klatschgeräusch habe ich erzeugt, indem ich 3-mal in der Post-Production vor dem Mikrofon geklatscht habe, das übereinander gelegt habe und dadurch einen sehr, sehr bösen Klang erzeugt habe. Ah, und jetzt sehen wir auch gleich den nächsten, nämlich Luigi. Mit seinem Hut, der zweite Sohn des Paten, der jüngere Bruder von Vincenzo. Ja, wir hatten sehr viel Spaß beim Filmen dieser Szene, wie ihr auch im Making-of sehen könnt. Und hier gehen wir hinaus. Ja. Diese Szene entstand ganz zuerst. Wir haben zuerst die Innenaufnahmen gefilmt, dann die Außenaufnahmen. Die einzige Außenaufnahme, die wir schon vor allem gemacht hatten, war draußen im Park, wo mir die Finger abgebissen werden und dann die Reportage später kommt. Das mit Schere und Papier war improvisiert vom Luigi-Darsteller und eigentlich sehr, sehr witzig. So, jetzt ist er enttäuscht. Und schaut, was er mit Papier und Schere alles machen kann. Ja, das beim Deleted Scenes besser erklärt. Ja, die Szene mit dem Dottore.
war eine, die mir eigentlich schon viel früher eingefallen war. Und ursprünglich wollte ich daraus ein separates Video machen, eine Werbung für Zahncreme. So ein bisschen eine Parodie auf die normale Zahncreme-Werbung, wo man immer in einem großen Zahncreme-Labor sieht, wie sie jahrelang an einer Zahnbürste forschen oder an einer Zahncreme. Und nachher kommt dann doch irgendwas heraus, eine Zahnbürste mit mehr Gelenken oder eine Zahncreme mit zwei Streifen mehr. Aber dann, als ich das Drehbuch für den Film ausarbeitete, war es eine der ersten Szenen, die ich darin aufnahm. Und diese gesamte Sequenz ist eine Anspielung auf den Film Salon Kitty, in dem eine ähnliche Sequenz vorkommt, aber ganz anders. Und es war recht aufwendig, weil der Kittel für den Arzt und die Sonnenbrille habe ich extra gekauft. Und es war nicht leicht, so eine Sonnenbrille mit runden Gläsern zu finden. Ah, hier ist Gregor als Zombie. Das Make-up dauerte sicher eine halbe Stunde für diese ganz kurze Einstellung. Wir haben auch noch einiges mehr gedreht. Ja, es war sehr, sehr lustig zu drehen. Wir haben viel dabei gelacht, vor allem ich. Ich muss eigentlich immer am meisten lachen am Set. Aber das seht ihr Making-of dann. Ja, und hier das entsetzte Gesichtsparken kommt gleich. Dann sieht's wie der Zombie den Testkandidaten bei. Aber es ist ihm auch relativ egal, dass da einer stirbt. Die Zahncreme macht einfach so wenig Umsatz. Also, nächste Zahncreme. Ja, die Ölfarbe, das war die Idee von dem Darsteller. Er wollte unbedingt einen Typen in dem Malerkostüm spielen. Also habe ich das eingebaut. Man sieht nicht so genau, er hat das Brusthaar-Toupet auch an, was später im Film noch vorkommt. Und das Bild hier habe ich direkt vor der Aufnahme in 5 Minuten kurz skizziert. Meine Unterschrift ist in der Ecke auch. Ja, jetzt wieder der Ohrfeige. Sieht immer ziemlich schlimm aus eigentlich. Dabei habe ich ihn, wie gesagt, nicht mal berührt. Ja, beim Maler ist das mit der Nase und dem Bart ziemlich witzig und es kommt auch nochmal im Abspann besser vor. Und allgemein hat diese Szene relativ lang gedauert zu drehen, es sind 36 Takes gewesen. Oh ja, und jetzt schimpft Vincenzo italienisch mit ihm. Als ich das Drehbuch schrieb, dachte ich, was kann er Italienisches sagen, und es fielen mir eigentlich nur so Begriffe von italienischen Speisekarten ein, die ich dann wild durcheinander gewürfelt habe. Und Gregor hat sicher in 8 Takes gesprochen, bis auf einmal nicht vermasselt, sondern immer perfekt ernst geblieben. Ich weiß gar nicht, wie er es geschafft hat. Und die beste Aufnahme habe ich hier gewählt und die anderen sind auch noch im Making-of zu sehen. Ja, und schon ist die Szene vorbei und ich gehe wieder zum Fernseher, um mich da zu entspannen. Und zack, hier um 4 die aktuellen Nachrichten. Diese Szene war wieder eine vom ersten Drehtag, die wir draußen gemacht hatten, mit 8 oder 9 Takes. Und es war wirklich extrem witzig zu drehen, denn hinten in dem Park kam in einem Take ein älteres Ehepaar zu uns entlang. Und als sie dann sahen, wie der Reporter sich hinwirft mit dem Eichhörnchen im Schritt hängen, sind sie wirklich ausgewichen, sind einen Umweg gegangen um uns herum, einfach um uns zu vermeiden. Das war wirklich lustig. Ja, das war eigentlich recht lang zu drehen, denn den Text auswendig zu lernen gleich an dem Tag war schon ein bisschen schwierig. Vor allem war ich darauf bestand, dass ein Take sein muss. In einer Nachrichtensendung kann es nicht mehrere Schnitte hin und her geben. Ja, das hier um 4 Logo und alles ist dann auch selbst entworfen gewesen, recht schnell. Oh, und hier. Hallo süßes Eichhörnchen, willst du eine Nuss? Die Nuss. Jetzt wird es böse. Jetzt rennt er los. In einem der ersten Takes rannte er einen riesigen Halbkreis wirklich lange herum und da kamen auch die alten Leute. So. Und jetzt der Kameramann hat Probleme. Ich renne weg. Der Pate ist entsetzt. Und diese Aufnahme hat SNB gemacht für mich im Park mit einer Kamera und die ist einfach genial geworden. Eine Nuss über der Kamera versteckt und das Eichhörnchen kam darauf zu, hat dran geschnuppert und es sieht wirklich gut aus. Ja, diese Szene war auch recht schwierig zu drehen, weil wir immer lachen mussten. Und besonders die Nahaufnahme von Gregors Gesicht finde ich irgendwie witzig. Die Perspektive oder sein Gesichtsausdruck ist einfach lustig. Und das Ganze mit dem Fernseher, wir haben einiges probiert. Also dachten wir, okay, keine Signal, bin ich an allem schuld? Ja. Ja, jetzt sieht man, der Pate ist böse. Wieder eine Ohrfeige. Vincenzo kriegt dauernd Ohrfeigen. Als ich das Drehbuch schrieb, hatte ich gar nicht gemerkt, dass er eigentlich in jeder Szene 1 oder 2 Ohrfeigen kriegt. Aber ja, im Film fand ich es dann witzig. Wie er mich aufhebt, war von ihm improvisiert. Ich wollte eigentlich aufstehen und er stützte mich dann so ab und es passte einfach perfekt zum alten Paten. War überraschend, aber in 3 Takes abgedreht und wirklich witzig. Und jetzt begegnen wir gleich wieder Luigi. Mal sehen, was er gemacht hat, während er im Büro war. Alles. Wie gesagt, es dauerte ewig, diese Szenen zu drehen. Das hier war sicher 1,5 bis 2 Stunden. Ich bestehe immer darauf, aus sehr vielen Kameraperspektiven zu filmen. Jeweils mindestens 1 bis 2 gute Takes.
Deshalb dauert es immer ein wenig. Ja, und jetzt Luigi. Er hat einfach gut gespielt, die Rolle von Luigi. Es ist einfach witzig. Ich habe so viele Takes eigentlich gemacht von allem, dass ich denke, wenn ich das Material verloren hätte, was ich im Film verwendet hatte, hätte ich aus den Outtakes nochmal den fertigen Film zusammenbasteln können. Nicht viel schlechter als den fertigen Film. Also insgesamt 13 bis 14 Stunden Filmmaterial. Jetzt die Sache mit den Spielzeugfiguren. Wieder extra für den Film im Spielwarenladen gekauft. Also eigentlich haben wir viel mehr für den Film gekauft, als man denken würde. Und alles aus meiner eigenen Kasse. Zum Beispiel der Hut, den Luigi anhatte, ist von mir. Ja, die Krawatten stammen von mir. Die Pistolen auch. Die Pistolen sind übrigens Soft-Air-Pistolen, frei ab 14 Jahren, bevor jemand irgendwas sagen will. Ja. Mir gefallen diese Gesichter einfach und immer diese kurzen Schnitte. Das ist so mein Schnittstil. Immer kurz hin und her schneiden, dass man sieht, was die Leute so machen. Jetzt kommt eine ganz besondere Aufnahme, wo ich ihm den Geigenkasten gebe. Die eine Aufnahme, wo man ihn und Luigi, nämlich jetzt, so, die gab es nicht. Ich hatte sie vergessen zu filmen, weil so ein Stress war an dem Tag mit so vielen Takes, dass ich die Geige danach digital einmontiert habe, den Geigenkasten. Und wenn man sich einmal in Zeitraffer anschaut, die Aufnahme vorhin, dann wird man auch ein bisschen Spuren sehen. Ich habe ziemlich viel digitale Nachbearbeitung auch gemacht an vielen Szenen, wo man sie nicht sieht. Und ich finde, das ist das Frustrierende bei der digitalen Nachbearbeitung. Wenn man sie gut macht, dann merkt man nicht, dass sie gemacht wurde. Ja. Ach, hier hinten ist übrigens unter dem roten Becher, vor dem roten Becher, auch eine Waffe. Bei der Mafia liegen überall Waffen herum, das war mir wichtig. Ach, und hier der Dr. Eichhorn-Song. Das ist übrigens die allerletzte Szene, die wir gefilmt haben. Diese Werbung mit den beiden Kindern, sehr, sehr lustig gewesen. Auch viele Takes, Making-of ein bisschen zu sehen. Und jetzt kommt der Song. Den Text hatte ich geschrieben und die Melodie habe ich und Gregor zusammen komponiert. Und Gregor hat es dann komplett selber gesungen. Er hat sowohl sich selber als auch die Kinder gesungen. Die Kinder sind überhaupt nicht digital irgendwie höher gemacht, die Stimmen. Ist alles, wie er es gesungen hat. 3 Takes übereinander gelegt, dass es noch pur klingt. Es war sehr, sehr lustig, die Aufnahmen. Er hat sicher 20 Takes mit seiner normalen Stimme gemacht. 3 Takes von den Kindern, weil viel mehr auch nicht drin war. Und ja, die Begleitung ist total billig auf der Hammond-Orgel, habe ich am Tag bei der Aufnahme noch kurz vorher gespielt und ist bewusst auf Billigwerbung getrimmt. Und ich bin eigentlich begeistert von seinen Gesten und seiner Kostümierung. Seine Krawatte zum Beispiel, hat er extra gefragt, geschmacklose Krawatte mitbringen und dann hat er es gemacht, ja. Die Mütze und die Dr. Eichhorn-Schachtel stammen wieder von mir. Die Mütze habe ich am Tag vorher gebastelt und die Dr. Eichhorn-Schachtel hatte ich schon ziemlich früh am Computer entworfen. Aber dazu sage ich dann mehr, sobald man sie in der Nahaufnahme sieht. Es ist einfach lustig, wie seine ganze Mimik und Gestik. Er spielt einen Werbetyp, der denkt, er sei hip, es aber nicht ist. Und die Rolle macht er wirklich, wirklich cool. Und jetzt in die Kamera. Der Daumen hoch. Ich finde es einfach genial, diese Szene. Und auch die Kinder hinten spielen wirklich, wirklich gut. Das ist eine meiner Lieblingsszenen, die man auch im Bonusmaterial unter den Trailern und sonstigen Szenen nochmal extra sieht. Ja, hier die Schachtel der Dr. Eichhorn Nusspastillen. Mein Gesicht hatte ich eigentlich schon vor einem Jahr für einen älteren Film von mir über die römische Zeit so gealtert und hab's dann hier wieder recycelt praktisch. Ja, und jetzt ist der Weg in den Park. Diese Szene haben wir komplett antichronologisch gedreht. Also, wo sie in den Park gehen, war die letzte Aufnahme an dem Tag und die erste war der Flirt an der Nussfalle. Also ist komplett durcheinander gedreht worden und es war auch anstrengend für mich, da den Überblick zu behalten. Aber es hat dann gut geklappt. Und jetzt diese Aussage gleich. Pass auf. Leck mich. Hat der Gregor eigentlich spontan improvisiert. Ja, also du bist auch meiner Meinung. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich ihm dann gesagt habe, er soll sie nochmal sagen und es passt in den Film. Das, wie gesagt, gehört zu den letzten Aufnahmen von dem Tag. Und es war spät nach 8 Stunden Dreh. Die allererste Aufnahme war eigentlich der Flirt mit Bella Signorina, der jetzt auch gleich kommen wird. Ja, sie spielen gut. Luigi mit seinen Figürchen hält sie hoch. Ja, es sieht eigentlich wirklich gut aus. Der Ton in dieser Szene war ziemlich schwer zu bearbeiten. Deshalb musste ich ihn ziemlich aufwendig entrauschen, aber ich denke, es hat sich gelohnt und man versteht ihn eigentlich überall ziemlich gut. Ja, Luigi schaut traurig zurück, wieder eine der letzten Aufnahmen von dem Tag, während Vincenzo zu dem Baum geht, um die Falle aufzubauen. Der Baum hier, der jetzt ins Bild kommt, sieht ziemlich gemein aus mit den Stacheln
Und eigentlich sieht es so aus, als wären die Stacheln künstlich angebracht, aber sie sind wirklich dran. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Baum ist mit solchen Stacheln. Ich habe auch bis auf diesen Park noch nie so einen Baum gesehen. Aber gleich als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, wusste ich, der kommt in den Film mit dieser Falle. Jetzt öffnet er den Geigenkasten, dazu Beethoven-Musik. Der war übrigens wirklich randvoll mit Erdnüssen. Da ist jetzt nichts Gut. getrickst oder ausgepolstert. Die sind nicht zu so teuer, da habe ich ihn Werde einfach warten, komplett bis Freude gefüllt. in seine Teufelshörnchen. Die Musik war ursprünglich anders, aber ich fand Beethoven passt besser. Ursprünglich war die Musik vom Finale von mir komponiert, aber Beethoven passt zu dieser Stimmung. Und die schnellen Schnitte zwischen Tauben und Vincenzo haben es mir auch sehr angetan. Es war eigentlich von Anfang an klar, als ich Beethoven einbaute, dass die Schnitte so sein müssen. Ich mag Tauben sehr und eigentlich allgemein Tiere sehr. Und hier haben sie ihren großen Auftritt. Für den Film habe ich jede Menge Aufnahmen von ihnen gemacht. Und die picken teilweise auch im Rhythmus der Pauken, auch wenn es nicht so auffällt. Und hier ist Luigi, der mit den Figuren spielt. Eigentlich, wie man auch im Making-of sieht, hat er nie besonders lange damit gekämpft. Höchstens 2, 3 Sekunden am Stück. Und durch die Schnitte wirkt es so, als ob er die ganze Zeit ununterbrochen damit schlägt. Er macht es wirklich gut. Sehr gut gespielt, diese Szene, finde ich. Ah, und Vincenzo ist zufrieden, packt seinen Kasten zusammen und geht los, um sich zu verstecken. Hier ist die erste Aufnahme, die wir an dem Tag gemacht hatten, wie er losgeht. Denn es begann, wie gesagt, mit dem Flirt mit Bella Signorina und der Einleitung dazu. Also das hier war noch vormittags an dem Tag. Und Luigi spielt hinten weiter. Aber jetzt hat das Eichhörnchen besiegt und will es Vincenzo Luigi will ich jetzt zeigen. zeigen. Und er ist stolz darauf. Gut gespielt, auch wieder eine der letzten Szenen, die gedreht wurde. Ja, das Witzige ist, in dem Park gingen auch oft Leute herum, die sich gar nicht an Dreharbeiten störten. Es schien ganz normal zu sein. Dazu erzähle ich auch gleich später noch was. Aber hier sieht er die Nussfalle. Ja, die Musik ist so ein bisschen märchenhaft, sieht man dann im Musikmaking-of, wieso. Aber es kommt ihm nicht zu glauben und seine Gesten sind sehr, sehr gut improvisiert gewesen. Wirklich gut geworden. Und jetzt kommt aber der Flirt, das, was Vincenzo ablenkt. Ja, Bella Signorina setzt sich hinter ihn auf die Bank und, wie es sich für Vincenzo gehört, was wird er wohl machen? Natürlich wird er versuchen, sie zu verführen mit einem Flirt. Ja, die Musik hier ist aus der Zauberflöte von Mozart, passt ziemlich gut dazu. Und er mit seinen Sprüchen, es war alles improvisiert. Übrigens, diese Taubenaufnahme hier. Zeig nochmal, was er wirklich will. Ist ein kleiner Insiderwitz. Ich mag so kurze Aufnahmen, die man nicht auf Anhieb versteht unbedingt, aber wenn man nachdenkt, dann schon. Der ganze Dialog war komplett improvisiert. Eigentlich war der Film stark geskriptet, aber in dieser Szene nicht. Eigentlich dachte ich ursprünglich, dass Vincenzo Signorina anlächelt, sie lächelt ihn an. Währenddessen findet Luigi im Hintergrund die Nüsse und holt sie sich und Vincenzo ist abgelenkt. Aber dann, als wir begannen zu drehen, fand ich es besser im Dialog. Also ließ ich die beiden improvisieren. Das war sehr, sehr schwer, aus den ganzen Improvisationen, ungefähr 10 Takes, einen zusammenhängenden Dialog zu schneiden. Und weil es immer anders war, ist es so, wenn jetzt mitten im Satz eine andere Kameraperspektive kommt, war es eine ziemliche Arbeit, sie anzupassen, dass die Lippenbewegungen ungefähr passen. Und Gregor spielt hier den Vincenzo wirklich gut. Man sieht, worum es Vincenzo wirklich geht. Das entstand in der Improvisation der Schauspieler, dass sie sagt, er muss so stark sein, um sie zu beschützen. Sohn von Baden, mächtigstem Mann im Stadt. Aber musst wissen, Es ist immer Baden so, ist alt dass der Mann sie beschützen muss, wie tut, hier was oder bei ist. der Freundin des Schlägers oder bei So, der letzten Bella Signorina. Graben wir Nur, weiter das war hin, dann improvisiert ist die alles Sache gegessen. und bitte nicht auf mein Frauenbild da Aber zurück, er hat also Rückschlüsse alle führen wichtigen wollen. Aufgaben angesprochen. Und wie Luigi Kann nach der man Nuss sagen, greift, wie langsam er eigentlich greifen müsste. Während dieser ganzen Szene müsste er seine Hand dazu hinbewegen. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist es wirklich lustig. Und jetzt greift er in die Stachel. Und jetzt kommt ein realistischer Spezialeffekt. Das war eigentlich gar keine so schwere Arbeit. Am Tag vorher habe ich einen Stachel abgeschnitten, mit 2 Komponentenkleber auf ein Plastikplättchen geklebt, mit Doppelklebeband auf Luigis Hand und dann jede Menge Kunstblut dran. Und er spielt die Schmerzen einfach gut. Und jetzt kommt aber die Szene, wo Bella Signorina angegriffen wird. Hier. Beim ersten Take habe ich sie nicht gewarnt und da wirkte sie wirklich überrascht. Danach war es nicht mehr so spontan und ich glaube, das ist sogar der erste Take, den man hier sah. Der Schrei ist übrigens nicht echt, der wurde nachträglich eingefügt. Aber das überraschte Gesicht, denke ich, war in diesem Fall wirklich echt und es wirkt sehr, sehr gut.
Und jetzt ist der Auftritt des bösen Blinden von mir gespielt. Der böse Blinde hier sagt übrigens meistens Sprüche aus Filmen mit Jean Connery. Das war so ein kleiner Spaß von mir. Also dieses sehr hübsch, was er im Film übersagt, stammt von aus einem Jean Connery-Film. Und auch, sie sind perfekt und du bist schwarz. Alles aus solchen Filmen. Ein kleiner Insider-Gag, den eigentlich niemand wirklich nachvollziehen kann, ohne dass man es ihm sagt. Aber ich fand es ganz lustig. Und ich denke, man versteht es auch so. Welche Frau? Oh. Das ist eigentlich jetzt sehr absurd, denn der Blinde müsste eigentlich hören, dass die sehr dünnen Beine der Bella Signorina aus Metall sind. Als ich das Drehbuch geschrieben hatte, hatte ich das nicht mal so bedacht, dass man es so deutlich hören würde. Aber ich finde es deshalb umso lustiger. Und im Übrigen beim Flirt sollte eigentlich von Anfang an nicht die Mozart-Musik kommen, sondern ich dachte zuerst den zweiten Satz von Schuberts 9. Sinfonie zu bringen, für eine etwas melancholischere Stimmung. Aber wie man sieht, passt der Mozart wirklich exzellent zu der Szene. Und jetzt müssen sie beiden wieder abhauen. Und schon wieder kommt Mozart im Hintergrund, mehr dazu im Musik-Making-of. Und die beiden spielen wirklich gut, wie sie so herausgehen aus dem Park. Und wie Vincenzo sich ärgert. Und bei der Szene jetzt, wo er Luigi den Stachel aus der Hand reißt, war es sehr, sehr witzig, weil beim ersten Take einige Leute im Hintergrund durch den Park gingen und Luigi schrie wie verrückt und die Leute drehten sich nicht mal um. Für die schien das selbstverständlich zu sein, dass da einer so herumschreit. Es war wirklich lustig, dass sie sich nicht mal umdrehten. Das sieht man auch im Making-of, den Take. Im Film ist es der zweite Take. Und diese Aufnahme, wie sie beide aus dem Park gehen, finde ich äußerst witzig und ist eine meiner Lieblingseinstellungen von dieser Szene. Es erinnert mich so ein bisschen an Dick-und-Doof-Filme, wie Vincenzo sich so ärgert und herausgeht und jetzt die Sonne überblendet. Das ist übrigens ein nachträglich hinzugefügter Effekt. Nochmal kurz die Signorina und der Schwenk durch den Park, der Kameraschwenk. Der war eigentlich ganz spontan aufgenommen. Jetzt sehen wir kurz einen Penner auf einer Bank, der eine Brezel abbeißt, eine improvisierte Szene und ein Eichhörnchen im Baum. Und wieder den Blinden. Eigentlich war es ziemlich unangenehm, den Blinden zu spielen, weil es Hochsommer war und ich eine sehr warme Pelzmütze trug und einen Wintermantel. Eine ziemliche Hitze. Und hier wieder meine Lieblingskamerafahrt in den Himmel, dass man Blätter sieht. Die kommt öfters im Film vor und kommt eigentlich in vielen meiner Filme vor. Ich mag einfach diese Kameraeinstellung. Die Dr. Eichhorn-Werke. Eine der zuletzt gedrehten Szenen am vorletzten Drehtag. Ist im gleichen Büro wie die Mafia-Szenen gedreht, alles nur ein bisschen umdekoriert. Man sieht schon die Dr. Eichhorn-Nusspastillen, eigentlich Schokobonbons. Die Szene ging eigentlich etwas länger, die sieht man in Deleted Scenes mit einer Erklärung dazu. Aber hier sind die ganzen Marketing-Fachleute und Gregor als der Chef vom Marketing. Die Präsentation habe ich am Tag vorher schnell gemacht gehabt und alle Bilder darin auch. Mir macht das so Spaß, Grafikbearbeitung und so. Und das Layout basiert auf meinem mündlichen Abitur in Geschichte, wo ich PowerPoint-Präsentationen gehalten habe. Aber das ist nur am Rande. Ja, hier das Diagramm mit den Nusspastillen ist übrigens nicht beschriftet, dazu in Deleted Scenes mehr. Und Gregor sagt, unser geliebter Führer Dr. Eichhorn ist übrigens improvisiert gewesen. Ja, das Kartenspiel, überall das gleiche Gesicht drauf. Auf jeder Karte. Es ist immer mein Gesicht gealtert, eben für diesen Römerfilm vor einem Jahr, den ich dann doch nicht realisiert hatte. Dann die Sammelmünze ist wieder mein Gesicht, war wieder von dem Römerfilm. Und ziemlich aufwendige Arbeit war die gewesen. Die hatte ich damals vor einem Jahr sicher 2 Tage lang am Stück bearbeitet mit dem Porträt. Und jetzt das Nussbier, auf eine Bierflasche geklebt. Im fertigen Film fand ich, brauchte man nicht so viele Aufnahmen davon, aber es war schon eine ziemliche Mühe, auch die Bierflasche richtig mit Etiketten zu bekleben, vorne und hinten. Und jetzt das Malbuch. Ich frage mich manchmal, welche Eltern würden ihren Kindern so etwas schenken? So ein Malbuch für kleine Kinder. Die Falten habe ich übrigens extra nachgezogen gehabt, noch auf diesem Bild. Wie gesagt, am Tag vorher habe ich das alles gemacht. Eben Copyright bei Dr. Eichhorn Press. Ja. Übrigens war das Drehbuch hier am Anfang viel kürzer. Und ich habe diese Fassung, auch nachdem ich dieses hier geschnitten habe, auch am Tag vorher geschrieben gehabt. Ursprünglich ging das Drehbuch nur über 1,5 Seiten und hatte nicht mal eine Präsentation drin. Die Idee kam mir alles am Tag davor eigentlich. Ja. Und meine Rolle habe ich hier massiv gekürzt. Eigentlich sollte ich während der ganzen Konferenz Nusspastillen essen und dadurch immer higher am LSD werden. Davon sind jetzt nur ganz kurze Spuren übrig geblieben, weil ich fand, es passt nicht in der kurzen Zeit, wäre ein bisschen zu albern. Im Making-of sieht man ein paar Aufnahmen davon, aber ich habe sie auch in der Extended Scene nicht mehr so bearbeitet. Ja. Wie Gregor sich jetzt aufregt, ist wirklich, wirklich gut gemacht. Er hatte auch einen riesen Spaß dabei, wie wir alle. Auf dem Tisch liegt übrigens das Skript, es wurde wieder so Satz für Satz aufgenommen und wirkt erst im Schnitt so richtig flüssig. Und jetzt, wie Gregor sich gleich aufregt, nämlich jetzt.
Das wollte er sagen. Ich kann so nicht arbeiten. Im Drehbuch stand nur, ich kann so nicht arbeiten. Alle spielen hier wirklich gut. Auch Franziska, die noch die Freundin des Schlägers spielt und das eine Kind in der Eichhorn-Werbung. SMB, der Praktikant. Vom Praktikanten erfährt man in der Extended Scene viel mehr. Die hier die Werbefrau spielt, mit der Vincenzo vorher geflirtet hatte, als Bella Signorina 1. Ja. Und hier jetzt kommt gleich mal die Idee, dass ein Typ im Eichhörnchenkostüm Flyer verteilen soll, um Dr. Eichhorn beliebter zu machen. Eigentlich sollte das eine Folge des Konsums an Nusspastillen sein im Drehbuch. Ich esse so viele Nusspastillen, dadurch werde ich high und dann kriege ich so eine Idee. Aber ich fand, auch wenn ich das wegschneide, wirkt es sehr gut. Ja, und wenn ich deshalb so komisch grinse, liegt es daran eben, dass ich den Typ gespielt habe, der high an LSD ist. Nicht, dass es ein Outtake wäre, weil ist alles so oft gefilmt worden in so vielen Takes. Da hat es kein Outtake in den Film geschafft. Übrigens, diese ganzen Sachen, Corporate Identity und Point of Sale und immer von Customers die Rede, ist ein bisschen eine Parodie auf die Marketingindustrie und ihre Sprache, wo so viele englische Begriffe kommen. Das ist auch das Wortspiel mit Heaven, kam daher. Ich fand es einfach lustig, wie man dort spricht in der Marketing, in der Werbeindustrie und wollte da so ein bisschen eine Parodie drauf machen. Ja, und hier, wer soll das Eichhörnchenkostüm anziehen? Selbstverständlich der Praktikant. Der Bogi-Praktikant. Eigentlich soll er nämlich vom Gymnasium in der 10. Klasse für eine Woche dort sein, um den Beruf kennenzulernen, wird auch in der Extended Scene erläutert. Und er hat jetzt seine Bestimmung gefunden. Und Gregors Gesicht hier ist einfach wirklich gut, sein Gesichtsausdruck. So zufrieden mit dem Bart, der auch übrigens am Tag vorher noch gekauft wurde, ist also alles ziemlich aufwendig gewesen. Und gleich geht's zurück zur Mafia, ja. Luigi spielt da hinten mit seinen Figuren mit der verbundenen Hand. Wie sich Vincenzo rechtfertigt, das hat einfach einen großen Spaß gemacht zu drehen. Wir sehen im Mafia-Büro, es ist inzwischen Nachmittag und es liegt die Waffe natürlich dort herum. Und jetzt bei der Ohrfeige ist ein Missgeschick passiert. Ja, Vincenzo hält sich die falsche Wange. Ich hatte, als ich den Film machte, nicht mehr das Filmmaterial gefunden, wo er sich eine richtige Wange hielt. Er hielt sich die richtige Wange, aber dann sah man die falsche Perspektive und so. Und erst jetzt, Ende September, habe ich auf einem Band noch einen Take gefunden, wo er sich die richtige Wange hält, aber ich fand es zu aufwendig, jetzt noch in den Film einzubauen und es ist ein kleiner, netter Gag, wenn einem das auffällt, dass sich die falsche Wange hält, kann man sich dran freuen. Wir sagen, oh mein Gott, ach, das ist gut gespielt. Ursprünglich stand im Drehbuch, es sollen 64 Eichhörnchen geworden sein, aber ich dachte dann, im Finale kann er nicht 64 Eichhörnchen erschlagen mit der Goldkette, also sind es eben 8 geworden. Auch für diese Szene, 25 Minuten gefilmt aus allen möglichen Kameraperspektiven. Alles, der ganze Film mit nur einer Kamera, also mit jeder neuen Kameraperspektive, mit jedem Schnitt, alles nochmal gedreht, Riesenzeitaufwand. Ja, und jetzt kommt gleich die allererste Szene, die wir gedreht haben, die allererste Innenaufnahme, meine ich. Nämlich die jetzt von Arne. Nämlich jetzt. Arne, ja, das ist eine Rolle, die ich auch schon in meinem letzten Film gespielt habe und die ich hier wieder aufleben ließ für eine kurze Zeit. Also Arne trage ich übrigens als Waffe das Kamerastativ, also Waffe in Anführungszeichen. Keine Sorge, ist also nichts Echtes. Und in dem bösen Blick. Dieses Casting war am ersten Drehtag gedreht und davon war eben am ersten Drehtag der Innenaufnahmen gedreht und davon war Arne eben die erste Aufnahme. Und wo wir hier zu zweit sitzen, war ziemlich schwierig zu filmen eigentlich, weil wir saßen da alleine mit der Kamera vor uns und mussten spielen und ja, dann immer die richtigen Gesichtsausdrücke, den richtigen Tonfall zu finden, war nicht so leicht, ja. Es gab auch da viele Outtakes, die da auch zu sehen sind. Arne ist weg und jetzt kommt einer der skurrilsten Charaktere des Films, nämlich der 22-jährige Student mit seiner Freundin, die 7 Jahre jünger ist. Mit dem Hawaii-Hemd, die Sonnenbrille stammt von meiner Mutter aus den 80ern, die Goldkette ist extra gekauft, das Brusthaar-Toupet auch. Übrigens, das Brusthaar-Toupet verschiebt sich öfters im Film. Acht mal drauf. Jetzt ist es ein bisschen tiefer als vorhin. Und jetzt gleich, beim nächsten Schnitt, ist es wieder hoch. Oben. Also man sieht, es sind mehr Takes, als man vermuten würde hier dahinter. Ja, und wie ich da drauf gekommen bin, keine Ahnung. Aber ihr braucht ein Taschenmesser, ein paar Goldkettchen und Kaugummi. Und die liegen auch zufällig daneben, neben Vincenzo. Das hier haben wir übrigens danach gedreht, deshalb sind sie schon zerschnitten und waren schon recht klebrig vom Kaugummi. Man sieht ja auch gleich, wieso. Hier waren sie noch ganz, weil das am Vormittag gedreht wurde und wo wir zu zweit sind am Nachmittag. Aber keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin, Goldkettchen, Kaugummi. Wahrscheinlich, weil das so ein Macho-Typ ist, dachte ich, Kaugummi kauen und Goldketten tragend. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Der bastelt äußerst konzentriert. Ja, das waren auch ziemlich viele Takes. Und wie wir so interessiert zu ihm gucken,
es ist super, dass das so geklappt hat, weil wir wirklich zu zweit allein im Raum saßen, nur mit der Kamera. Und das mit dem Kaugummi war so ekelhaft. Und es sind 4 Takes gewesen, 4-mal Kaugummi in den Mund und rausziehen. Und dann hat er nicht mal richtig geklebt. Er hat die Goldketten nicht zusammengeklebt. Ich habe sie anders verbunden und dann den Kaugummi so ein bisschen drumherum gemacht. Eigentlich traurig. Ja, und jetzt ist es fertig. Und was hat es mit den Eichhörnchen zu tun? Ja, eigentlich weniger. Aber er schenkt sie seiner Freundin, die ist 7 Jahre jünger als er. Das ist ein wiederkehrender Gag, ein bisschen. Die Goldkette war halt ekelhaft, weil der erste Kaugummi war eben von mir richtig gekaut gewesen und dann befestigt. In allen späteren Szenen habe ich ihn dann ersetzt durch ungekauten, den ich einfach so dran geklebt habe. Aber no aggro. Jetzt kommt gleich sein Handyklingelton. Wer die Melodie erkennt, kann sich daran freuen, aber ich will ihn jetzt nicht auflösen. Ja, und die Freundin ist 15, also 7 Jahre jünger in Worten. Aber sie hat eine SMS geschickt, das wird noch später im Film wichtig. Ja, jetzt das war's von diesem netten Gestalt. Und es kommt der letzte, der Eichhörnchenjäger. Acht übrigens auf Gregors Schuhe mit dem billigen Krokodillederimitat, der hat er extra für den Film angezogen. Eigentlich ist es so gedacht, dass er der einzig Seriöse ist, der aber ein bisschen nervös ist und die Stimmung durch einen Witz auflockern will. Und der Witz kommt leider nicht so an bei den beiden Mafia-Leuten. Deshalb muss er ihn ein bisschen erklären. Und der Vater und Mitch sind so total verständnislos. Ja, jetzt hat er die Pointe verraten von seinem Witz. Jetzt müssen sie eigentlich lachen und er kann sich als Eichhörnchenjäger vorstellen. Aber es hat scheinbar nicht so geklappt. Und hier ist halt gedacht, er ist der einzig seriöse Eichhörnchenjäger der Stadt. Ich hatte am Anfang noch gedacht, vielleicht bringe ich ihn in eine Werbeagentur-Szene und er wird entlassen, weil er immer so witzig ist und er verdingt sich jetzt seinen Unterhalt als Eichhörnchenjäger, aber das war wirklich in der ersten Skizze, das habe ich dann auch nicht mehr. Das hat wirklich Spaß gemacht zu filmen. Und gleich sind wir schon wieder zurück bei Dr. Eichhorn. Das Eichhörnchen wird geschminkt. Ich habe übrigens SNB immer als Eichhörnchen geschminkt und die beiden haben dann so getan, als ob. Es war auch so, dass ich ihn im Park geschminkt habe, wo er später vorkommt. Da kam auch etwas ziemlich Lustiges. Aber jetzt erstmal hier. Das Körbchen mit den Flyern, was ihn beliebt machen soll. Die Flyer wieder am Tag vorher gedruckt und alle auf die Ohren des Kostüms. Das Kostüm ist von einem Internet-Auktionshaus gekauft für 50 Euro. Habe ich extra da investiert und es war das allerbilligste Eichhörnchenkostüm. Und wie man sieht, die Ohren hängen so runter. Das war nicht mal Absicht. Ursprünglich hatte ich sie mit einem Faden fixiert gehabt, aber das hat sich immer wieder gelöst. Und dann war nichts Witziger, wenn die Ohren einfach so hängen. Sieht billiger aus. Es gab eigentlich auch noch teure Kostüme bis 1000 Euro, aber so viel konnte ich nicht investieren. Ja, und hier die Aufnahme mit dem Schläger und seiner Freundin im Park. Übrigens die Aufnahme jetzt, wo der Junge verfolgt wird vom Eichhörnchen. Der verfolgt wird, ist übrigens der Kameramann von Hier um 4, auch wenn es nicht so auffällt. Am Anfang bei Hier um 4, wo die Kamera umkippt, sieht man ihn nämlich so davor wegrennen. Die Szene entstand auch am allerersten Drehtag, wo auch die Einleitung und die Hier um 4 Nachrichten entstanden. Meine Gefühle sind so stark für dich. Du bist hier drin vollgesetzt. Und jetzt, wie er seine Gefühle gesteht und sie nicht mal anschaut. Dieser Spruch stammt aus einer Talkshow und der hat es wirklich gut gemacht. Ja, und hier zieht das Eichhörnchen den Kameramann von Hier um 4 hinter das Gitter. Das ist ziemlich brutal. Die Musik, die pulsierende, habe ich dann auch recht spät gespielt, im Making-of der Musik noch mehr erklärt. Und dieser junge Mann wird vom Eichhörnchen vom Baum gezogen und es endet mit einem romantischen Bild. Ja, da haben die Marktforscher eben herausgefunden, dass die Zielgruppe von Dr. Eichhorn sich herumtreiben soll. Und er kriegt die Fliege, falls er nicht beliebt sein sollte. Das war eigentlich aus einem Versehen entstanden, dass er die Fliege kriegt. Denn die erste Szene seines Eichhörnchengangs war ohne die Fliege gedreht worden. Aber das Ende, was schon vorher gefilmt wurde, da trug er die Fliege. Und dann habe ich dieses hier eingebaut, damit da kein Anschlussfehler entsteht. Dass er sich praktisch mittendrin, während er als Eichhörnchen im Park geht, die Fliege anzieht. Diese Agenturszene entstand nach alledem. Ja, die ging noch ein bisschen weiter, sieht man auch teilweise im Making-of und in den Extended Scenes. Ja, bei der Mafia jetzt wieder. Luigi springt hinten mit der Goldkette, macht Seilspringen damit. Und es ist schon Abend geworden, man sieht es ein bisschen dunkler. Diese Szenen waren eigentlich überhaupt nicht flüssig, wirklich. Es ist Satz für Satz gedreht und mit ziemlich viel Improvisation und Lachen, wie man im Making-of dann auch sieht. Und dass es so flüssig wirkt, da war ich selber auch erstaunt. Als im Schnitt. Nicht, weil ich es nicht erwartet hätte, aber es ist einfach komisch, wenn man bei den Dreharbeiten dabei ist und es wirklich sich Satz für Satz da durchmüht und dann passt es so perfekt. Ja, Luigi steht immer hinten mit der Goldkette. Er war irgendwann auch genervt, nach 7-8 Takes immer so Seilspringen zu machen. Man sieht es dann auch im Making-of ein bisschen.
Und Vincenzo gewöhnt sich allmählich wieder an die Ohrfeigen. Also er nimmt es nicht mehr so schwer, ist auch gut gemacht. Der sehr Seil springt. Da gab es ziemlich viele Aufnahmen davon. Und jetzt kommt der Gesinnungswechsel beim Paten. Man braucht nackte Gewalt. Und Vincenzo sagt nämlich, das ist eh seine Methode Liblico. Das war auch improvisiert von ihm, meine Methode Liblico. Das ist kein Italienisch, aber es ist äußerst witzig. Die Waffe ist wieder so eine Softwarewaffe, die bei der Mafia sogar vorm Drucker rumliegen. Und sieht ziemlich bedrohlich aus, fand ich die Szene. Und sie sind bereit wegzugehen. Da fällt dem Paten endlich auf, was Luigi da macht. Auch äußerst schwer zu drehen mit viel Lachen. Es war schon Abend, Vincenzo oder Gregor hinten ist schon leicht genervt, weil es Ende der Drehzeit war. Das ist auch entstanden mit allen Mafia-Innenaufnahmen am Block an einem Tag. Der Goldkette. Die Freundin hat Schluss gemacht per SMS. Wie wir vorher gesehen haben, die SMS der Freundin. Aber Luigi ist jetzt sehr, sehr enttäuscht. Sein schönes Spielzeug ist weg. Also gibt ihm der Pate ein ungefährlicheres Spielzeug. Das war äußerst lustig zu drehen. Sicher 10 Takes nur für diese Einstellung, wie ihm die Pistole gibt. Und mit der Goldkette von die Mann mit die Haare von die Brust. Ja. Ziemlich bedrohlich, ja. Und jetzt, wie sie draußen unterwegs sind, ist wo ganz woanders entstanden bei dem Park. Und das Poster war SNBs Idee. Er hatte das mal spontan gemacht und ich habe es dann eingebaut in diese Szene, wo sie in den Park gehen. Naga geht nach Hause, Naga go home. Eine ganz witzige kleine Idee. Das Poster haben wir hängen lassen und es war nach ein paar Tagen weg. Ja, vielleicht hat sich jemand drüber gefreut. Ja, vielleicht hängt sie jetzt bei jemandem in der Wohnung und der hört jetzt einen Audiokommentar. Wenn ja, dann weiß er jetzt ja, aus welchem Film das stammt. Und hier erklärt der Pate seinen Plan gegen die Eichhörnchen. Wenn man den Chef der Eichhörnchen, nämlich das größte Eichhörnchen, umbringt, dann geben die anderen alle auf. Ein ganz einfacher Plan eigentlich. Und gleichzeitig macht sich ja auch das Dr. Eichhorn-Maskottchen auf den Weg. Das kann Ärger geben. Hier Vincenzos Schlägerblick ist wirklich lustig. Und jetzt meine absolute Lieblingsszene. Mit dieser Musik von Beethoven, Profi seine Sonnenfliegen aus der 9. Sinfonie, meine absolute Lieblingsmusik übrigens. Eigentlich, ich habe in all meinen Drehbüchern Szenen mit genau dieser Musik. Und hier auf die Kameraführung bin ich besonders stolz. Ich habe die Kamera von Hand gehalten, aber es sieht so aus, als würde sie auf dem Wagen fahren. War eine ziemliche Arbeit. Und die ganze Szene ist genau so geworden, wie ich sie geplant habe. Ganz genau so. Darauf bin ich wirklich stolz. Und hier der Blinde, der da sitzt mit seinem Blindenstock. Wie gesagt, in jedem Drehbuch von mir kommt eine Szene mit dieser Musik vor. Und wie der Blinde ihn jetzt getroffen hat, das Geräusch klingt böse, ist aber nachträglich eingefügt. Ist natürlich nicht echt. Er hatte sich das Kostüm da unten eigentlich mit T-Shirts ausgepolstert, sodass ich da auch wirklich treffen konnte, ohne dass was passierte. Das waren sicher 15 Takes dort mit dem Kostüm. Mit dem Blinden, der das hinschlägt. Ja, jetzt versucht er die Flyer weiter zu verteilen. Die Musik ist am PC und Vocoder aufgenommen. Das sieht man im Making of der Musik. Und jetzt sieht er Leute, die der Zielgruppe wohl entsprechen. Der Schläger und seine Freundin. Ich mag das einfach, wie begeistert er zu ihnen hingeht und wie gut Franziska da die Freunde des Schlägers spielt, mit diesem verächtlichen Blick gegenüber dem Eichhörnchen-Maskottchen und wie er so begeistert ist. Wir mussten viel lachen, vor allem weil der Schauspieler, der den Schläger spielt, eigentlich ein sehr netter, sanfter Mensch in Wirklichkeit ist. Diese Schläge wurden auch oft gedreht und das Geräusch klingt ziemlich schlimm, so ein richtiges Knacken dabei. Auch alles nachträglich eingefügt. Jetzt habe ich hier noch einen Moment geschnitten gehabt, den man in Extended Scenes sieht, damit es ein bisschen flüssiger ist. Und jetzt zieht er sich die Fliege an. Das kam eben daher, dass dieser ganze Eichhörnchengang nach dem Finale, was jetzt kommt, gedreht wurde. Und im Finale hatte er die Fliege an, beim Eichhörnchengang hatten wir sie vergessen. Also war das hier so eine Übergangsaufnahme. Und wen trifft er jetzt mit der Fliege, die ihm den großen Erfolg versprechen soll? Die Mafia. Den Paten und seinen Sohn. Diese entsetzten Gesichter waren schwer durchzuhalten und Gregor hat es nicht mal geahnt, dass es so lange im Film kommt. Es ist einfach witzig geworden. Ich habe es eben so lange stehen lassen, unsere Gesichter, wie wir entsetzt schauen, damit es zur Musik passt. Beim Schneiden, ich habe gemerkt, ich hätte es eigentlich kürzer geschnitten, diese entsetzten Gesichter gerade, aber die Musik baut die Spannung auf. Ich wollte zur Musik schneiden, da musste ich sie so lange stehen lassen, bis er das Eichhörnchen angreift. Und ja, es sieht aber so witzig aus, ich fand den Effekt einfach so bizarr lustig. Ja, und die Schläge hier, das Blut stammt eigentlich aus einer Ketchupflasche, einfach so drauf rausgespritzt. Das gelbe Blümchen ist extra platziert dafür und dass es so echt aussieht, hätte ich nicht gedacht. Wie Vincenzo schlägt, wurde eigentlich ein paar Tage später gefilmt. Die Schläge und das Blut an dem Tag und ich sehe auch total verrückt aus, wie ich sie anfeuere. Und dass es so brutal geworden ist, hätte ich nicht geahnt, aber ich denke eigentlich, es ist auch nicht so brutal. Es ist doch witzig genug, um doch durchzugehen. Und die Blume war, wie gesagt, extra platziert.
als kleines Symbol für Frieden, könnte man sagen. Und jetzt wird Vincenzo das erste Mal von seinem Vater gelobt. Gregor spielt es einfach gut mit seinem Gesichtsausdruck. Ist total witzig, wie er so begeistert ist. Die ganze Handlung hier erinnert eigentlich grob auch an die Räuber von Schiller, könnte man sagen. Mit den zwei Brüdern. Der eine wird vom Vater nicht geliebt, was auch immer er tut. Der andere wird vom Vater geliebt und die Rivalität. Vielleicht kann man da einen kleinen Bezug entdecken. Vielleicht liegt es daran, dass ich die Räuber von Schiller im Abitur hatte. Also direkt bevor ich das Drehbuch geschrieben hatte. Das ist ein kleiner witziger Zusammenhang. Ja, hier rufen sie die Eichhörnchen mit den vielen Aufnahmen von den netten Hörnchen dazu. Kommt her, Eichhörnchen! Euer Pate ruft euch, kommt her! Hier auch wieder jede Menge Kameraperspektiven wurden noch aufgenommen. Hier mit mir von vorne, mit Gregor von vorne und so, die ich dann nicht gebraucht habe. Aber ich finde immer, es ist besser, zu viel zu filmen, als dann zu merken, es fehlt eine Aufnahme. Ja, und jetzt, wen sieht Vincenzo? Eine Frau. Und wieder kommt die Musik. Und was kann wohl passieren? Er seufzt, er ist verliebt. Und wie Vincenzo eben so ist, wird er sich wohl an sie ranmachen. Wieder von ihm improvisiert. Diese Szene, das ganze Finale, wurde vor der Nussfalle gefilmt. Also dieser Flirt auch vor dem Flirt, der eigentlich schon vorher im Film kam. Vincenzo hatte hier relativ wenig zu sagen. Beim anderen Flirt war es ein bisschen mehr. Vielleicht hat er da schon ein bisschen mehr Routine drin. Und das Eichhörnchen, das hier auf dem Grabstein ist, da hatte ich ein Riesenglück, dass es sich so platzierte, wie ich es wollte. Und es sieht aus, als würden sie sich küssen. Es ist einfach ein cleverer Schnitt da, dass es so aussieht. Das war in Wirklichkeit nie irgendwie im Drehbuch. Und hier das Eichhörnchen, das sich auf sie fallen lässt, war eigentlich nachträglich reinretuschiert, weil es eigentlich neben sie fiel und sie nur zusammenzuckte. Und er hatte sich sein Eichhörnchen direkt an den Hals geworfen, selber. Dem Paten ist das natürlich herzlich egal und hier sind beide tot. Das war eigentlich ziemlich schwierig zu filmen, denn er musste die Augen offen halten die ganze Zeit und sie durften sich nicht bewegen. Aber ist doch sehr, sehr gut geworden. Ja, im ersten Drehbuch kam die Frau nicht mal vor in der ersten Drehbuchfassung, aber es macht's witziger. Ja, hier kommt jetzt eine meiner Lieblingsaufnahmen, diese Grabsteine nach oben, wie es in die Bäume geht. Ich mag diesen Kamerawinkel und der kommt auch schon in all meinen Filmen vor. Sogar in meinem allerersten von 2006 kam diese Kameraperspektive vor, wo es in die Bäume geht. Und diese schöne Stimmung wird gleich durch dramatische ersetzt, weil die ganzen Eichhörnchen auftauchen. Da habe ich jetzt wirklich jede Menge Aufnahmen gemacht von ihnen und sie hier auch benutzt. Die armen Eichhörnchen sind in Wirklichkeit so nett und so scheu, so harmlos gewesen. Und hier sind sie so als brutale Killer dargestellt. Ich habe da fast schon ein schlechtes Gewissen vor den Armen. Und jetzt überlegt der Pate, war es wirklich der Chef der Eichhörnchen, der umgebracht hat? Wollt ihr ein paar Flyer haben? Klingt das so sehr nach Eichhörnchen? Ich weiß es nicht. Es war auch sehr lustig zu drehen, diese Gesichter vor der Kamera zu machen. Denn als wir das hier filmten, wo Vincenzo nicht mehr vorkommt, waren SMB und ich alleine im Park. Und hier diese Aufnahme jetzt, wo es immer weiter weggeht. Jede Zoomstufe eine eigene Kameraperspektive, immer die Kamera etwas weiter von mir platziert. Ein Riesenaufwand, was man eigentlich beim normalen Anschauen gar nicht so merkt. Und auch die Goldkette rauszuziehen war schwierig, denn sie verhedderte sich immer wieder. Sie war übrigens da jetzt eben nicht mehr mit dem gekauten Kaugummi, sondern mit ungekauten, den ich einfach so befestigt hatte dran. Ja, er erinnert sich, wie er seinem Sohn pädagogisch wertvoll ein Spielzeug überlassen hat, zufrieden wegging. Und der nette Student kommt wieder vor. Ein witziger Charakter eigentlich. Hier hatte ich eigentlich ein Problem gehabt, als ich das Drehbuch schrieb, wie ich den Film enden lassen sollte. Denn der Part ist in einer ziemlichen Sackgasse. Ohne Waffe, nur mit der Goldkette im Park. Und dann kam mir eben die Idee, er schmeißt sie und sie löst sich auf und erschlägt die Eichhörnchen. In einer ersten Fassung hatte ich sogar gedacht, ob vielleicht Arne wieder auftauchen sollte mit seiner Waffe und dann herumballern und die Eichhörnchen umbringen sollte. Also natürlich auch nicht so realistisch dargestellt, sondern eher witzig, aber ich hatte sogar ein paar Tests gemacht schon, ob ich so Mündungsfeuer und Geräusche nachträglich einfügen könnte, wäre alles möglich gewesen. Aber ich fand an diesem Schluss viel lustiger und auch netter als den mit Arne. Das war wirklich meine allererste Idee. Ja, und Vincenzo, der Pate sieht Vincenzo nicht und Vincenzo meldet sich nicht, also ist er wieder sauer auf ihn. Und so endet dann die Versöhnung zwischen Vater und Sohn. Ja, die Musik im Hintergrund habe ich übrigens selber geschrieben. Ist eine symphonische Variation auf das Dr. Eichhorn-Thema. Habe ich in 2 Tagen geschrieben und ich bin ziemlich stolz darauf. Ich habe es am Computer von meiner MIDI-Soundkarte vorspielen lassen und es geht insgesamt um die 12 Minuten. Die ersten 7 Minuten sind im Film ungefähr. Dazu noch mehr im Musik-Making-of. Ja, der Pate geht aus dem Park hinaus, schaut sich ein bisschen um. Es ist nichts Besonderes, ein paar Tauben.
Hier gibt's eine Deleted Scene, wo er Vincenzo nochmal sieht, aber die fand ich zu albern. Deshalb habe ich sie gelöscht, sieht man aber im Bonusmaterial der DVD dann. Ja, er geht hinaus, ist ziemlich sauer. Und was sieht er da? Natürlich ein Eichhörnchen, das von ihm und seinem Sohn wohl ein bisschen kaputt gemacht wurde. SMB hat hier Blut im Gesicht und am Handgelenk, aber nicht am Kostüm. Und er zeigt ein bisschen den Mittelfinger. Im Making-of sieht man es dann auch mehr. Und das Blut ist nicht auf dem Kostüm, weil das der erste Drehtag mit dem Kostüm war und es nicht schmutzig werden durfte. Und ich frage mich jetzt im Nachhinein, wie kommt Blut aufs Handgelenk, nachdem er zusammengeschlagen worden war. Aber es ist witzig, ja. Und jetzt telefoniert der Pate mit Luigi. Und die Killermeisen kommen zum Einsatz. Diese Aufnahme, wo ich die Meisen füttere, war wieder vom allerersten Drehtag, wo auch der Anfang des Films gedreht wurde. Und die Meisen, die jetzt gleich zu sehen sind, wie die auf die Hand fliegen sollten, waren eigentlich ziemlich scheu dort. Normalerweise fliegen sie auf die Hand, wie man hier sieht, das war SMBs Hand. Aber mir hatten sie Angst wegen dem Verband, deshalb flogen sie nur in kurzen Abstand. Und jetzt sieht man, was die Meisen Böses gemacht haben. Und der Junge fällt um und das Vögelchen mit dem Finger in dem Schnabel. Wieder, das war übrigens ein Stück Brezel. Und hier meine Lieblingskamera schwenkt wieder in den Himmel. Ja, das könnte doch eigentlich schon der Film sein. Hier ein Film bei Alexander Tuschinski. Ja, interessant und im Jahr 2008 gemacht. Aber vielleicht, jetzt sehen Sie gleich mal mich, den Regisseur. Hallo, ich bin Alex T., der Regisseur dieses Films. Und ich wollte hier die große... Mit der Mütze und dem Hemd. Die Mütze hatte ich eigentlich an, weil ich die grauen Haare vom Paten noch hatte. Das ist vom ersten Tag der Innenaufnahmen, wo auch das Casting gefilmt wurde. Und die Haare waren noch grau vom Paten. Und Vincenzo ist ziemlich sauer, dass der Regisseur ihn im Drehbuch verarbeitet hat. Ja. Und ich bin jetzt also tot und das war eigentlich dann der Film. Aber er geht ja noch ein bisschen weiter. Hier sieht man noch einen Hinweis auf die Sinfonie. Übrigens diese Szene, wo Vincenzo den Regisseur erschießt, muss auch ziemlich oft gedreht werden, weil ich immer wieder lachen musste. Das war einfach witzig. Ja, und jetzt kann es ja nicht so sein, der Blinde, der keinen Erfolg bei Frauen hat, ist einfach sauer. Ist so charmant, dass die Frauen Angst vor ihm haben. Ja, das dürfte sich doch gleich ändern. Eine Frau, sie sind perfekt. Und sie freut sich über das Kompliment. Natürlich der Freund. Und jetzt sieht man wieder, was ich meinte, dass man nicht denken soll, das ist mein Frauenbild. Sie lässt sich davon beeindrucken, dass er ihren Freund so gekickt hat. Das Eichhörnchen lief da vorbei, das war gar nicht geplant oder so, aber ich fand das ein schönes Endbild. Und auch die ganze Szene mit dem Blinden und seiner neuen Freundin war gar nicht geplant, sondern spontan improvisiert gewesen. Mir war da die Idee gekommen, in der Szene, wo das Eichhörnchen durch den Park geht und vom Schläger und seiner Freundin so angemacht wird. Und da haben wir das noch schnell gedreht und es hat viel Spaß gemacht und war sehr lustig. Ja, und diese Musik hier stammt auch von mir. Und eigentlich war es eine separate Komposition vom Oktober 2007, die gar nicht für einen Film gedacht war. So im Stil von rumänischer Volksmusik sollte sie sein. Aber ich habe sie in einen Film eingebaut, weil sie mich auch so ein bisschen an 60er-Jahre-Komödien mit Pierre Richard zum Beispiel erinnerte. Aber mehr dazu im Musik-Making-of. Allgemein kann man sagen, dass dieser Film wirklich sehr, sehr lange zu drehen gebraucht hatte. Vom Anfang Mitte Mai, wo diese Szene entstand, zum Beispiel, wo dem Jungen der Finger abgebissen wird, bis eben Mitte Juli. Und alle, die wir große Rollen hatten, nämlich ich, SMB und Gregor, durften uns zum Beispiel in der Zeit nicht die Haare schneiden oder beziehungsweise mussten sie immer auf gleicher Länge haben, damit keine Anschlussfehler entstanden. Und es war auch für mich immer schwierig, ich musste mir vor jeder Szene anschauen, wie genau das letztes Mal gefilmt worden war, wie die Kleidung war, damit die Jacke zum Beispiel nicht offen ist, wenn sie in der Szene, wo sie rausgehen, geschlossen war und so. Ja, immer viele Sachen. Und alle waren eigentlich sehr, sehr engagiert da bei den Dreharbeiten. Da bin ich auch wirklich sehr dankbar. Und zum Abschluss nochmal schön der Dr. Eichhorn-Song. Sollt ihr euren Hunger stillen, das ist gar nicht schwer. Es Dr. Eichhorns Nusspastillen, die mag ich so sehr. Mit den tanzenden Dottore und Vincenzo. Das war auch eine spontane Aufnahme. Und ich hab gedacht einfach, wo sie beide so elegante Schuhe haben, sollen sie kurz so tanzen und man zeigt kurz die Schuhe. Und ich hatte eigentlich gleich gedacht, das so in den Dr. Eichhorn-Song nochmal fürs Ende zu bringen. Hier spricht Gregor als Zombie mit indischem Akzent. Man sieht das auch im Making-of noch. Und allgemein hatten wir in Drehpausen viel Spaß und haben Szenen improvisiert, wie die mit Gregor als Zombie, der da spricht, und auch andere, die man im Making-of teils sieht und teils auch hier. Und hier sieht man, wie ich von den ganzen Nusspastillen nasche. Der böse Blick ist wirklich lustig. Und die geschmacklose Krawatte von Gregor vor allem, die er extra dafür mitgebracht hatte. Die Dr. Eichhorn-Szene kann man wirklich immer wieder ansehen, finde ich. Wollt ihr euren Hunger stillen und noch etwas mehr? Es Dr.
hier ist noch allerhand von den Dreharbeiten kleine Aufnahmen. Und kommen ja auch allmählich zum Ende. Und ich muss wirklich sagen, ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden, dass sie so engagiert mitgemacht haben bei diesem Film. Denn ohne die große schauspielerische Leistung von allen Beteiligten wäre es nie zustande gekommen, dieses ganze Projekt. Und hier sieht man noch eine gelöschte Szene, wo der Reporter sich das Eichhörnchen abreißt. Ich fand das auch ein bisschen zu brutal für den Film, obwohl es natürlich harmlos ist. Man sieht ja auch, dass es nicht echt ist, es gespielt ist, dass es ein Plüschtier ist. Aber ich dachte trotzdem, das nicht zu bringen. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon am Ende des Audiokommentars angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie haben einige Einblicke in die Dreharbeiten dadurch gewinnen können. Und wenn Sie wollen, gibt es auf dieser DVD noch viel weiteres Bonusmaterial, zum Beispiel das Making-of der Musik, Deleted Scenes und noch 6 Bonusfilme, die ich früher im Jahr 2008 gemacht hatte. Als Abschluss sieht man noch die Rückseite der Dr. Eichhorn Nusspastillenschachtel. Das Land habe ich zensiert, weil ich nichts gegen irgendein Land im Speziellen habe und nicht irgendein Land mit den Nusspastillen in Verbindung bringen wollte. Und ich fand es eigentlich auch witziger so. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit der weiteren DVD. Tschüss!